Und dann habe ich eine Geschichte von David. Grundstall ging der Indianerjung David 104. Indianer früher so am 104, ein paar andere Männer. Jakob und sogar Johnny sind dabei. In Fashion den Bären sitzt der Wittermond. Heuer ist ein Land gekommen. Dort weit war ich auf der anderen Seite der Grote Wutterle. Um den Indianer in Gottes Wut zu verteilen. Manchmal benutzt er wieder, der eine Sprache, die bloß Johnny und Jakob verstehen. Bei mir schon redet heuer in ihrer Sprache. David kann in seinem Verstärk jeder Wut verstehen. Der Grote Gott hat den Menschen gemerkt. Gott hat uns läuft, aber wie Menschen gehorchen Gott nicht. Wie dem Fernanhänger, der schlecht sein, liegen, stehlen, schlechte Gedanken. Gott nahm dort sein. Diese sind Tranans von Gott, weil sein Sinn nicht sein kann. Dort mit dem Sinn versteht David, heuer auf euch gelehrt in seine Sester geäuert, ob er wirklich du wegen nie zu Gott kommen kann. Irgendeine mögliche Mutter doch jedem gräbelt David aus häusig Träschlag. Am nächsten Ofen kommen noch mehr Menschen zu dort vier aus gestern. David dachte mit nur, von seinen Freunden ist schon wie niemand dabei. Sicher wollen sie am Ütlachen. Holst dich bei David eine Hand ab sein Schiller. Komm und hörst den Wetter Montel, sagt Jakob. Dann brüchst du die nicht wahre Herren, barst der Verstärkung. Dann hat am gestern also doch jemand gemerkt. Von dem vertellt der Wetter Mond von Jesus Christus, den Sohn von Gott. Gott sah seinen Sohn ab die Erde. Der Herr Jesus soll nie einer sein. In jedem Fall, heute holt viele Kranke und mögt sogar durch ihr lebendig. Aber die Menschen wollen am nicht. Sie holen am so sah, dass sie am schließlich dort mir um einen Kriegsstarf heute an, der Anschuldiger, für die Fehler sind von uns Menschen. Der große Gott im Himmel kann uns du wegen allem schlechtet an sein Leben vergeben, wenn wir am dort sein. Der Stuhl dafür hat der Herr Jesus gedreht, doch das soll uns heute eine Brücke über unsere tiefen Sinnen schleich leicht. Dann gibt er doch einen Weg zu Gott, denkt David erleichtert. Aber einfach so mit Gott reden? Ich will Gott auch ein Geschenk bringen, weil er das in seinen Jesus geopfert hat. Da wird am sicher besser gefallen, als wenn er bloß meine Sinnen sei. Mit diesen Gedanken schlapp er ein. Ob David du mit reich hast? Tier dich am nächsten Mars als David all ab der Bäume. Hast dich auch zu seinem Frühstück und dann nimmt er sein Spieltig. Dann jetzt hätte du mir ab der Zahl dort wird der Mond her. Kann ich jetzt, wo du am Vieh gesagt hast, kommt dort stark von David Ried. Aber dann plötzlich ihm Ried. Ich möchte gern zu Gott kommen. Ich möchte sein, oder ich am Läufer, will heute doch sehen, sehen Jesus für meine Sinnen sterben, Leute. Du weißt, weil ich Gott meinen Spieltig geben. Der Missionar schüttelt den Kopf. Das Spieltig hast viel zu wenig, David, sagt er dann. Gott war Meier von die Haaren. Natürlich hat der Indianer Jung Trey, sie spielt dich wahr Gott also nicht. Vielleicht. David denkt den Satz gar nicht zu eng, sondern rannt mit großen Sprung Trey. Wird der Mond, sagt er, hier ist mein Fehl im Beam von meinem Führer, heuer auf mein Geschenk, euer Herrstorf. Dort will ich dir Gott geben. War er schüttelt der Missionar den Kopf? Dort riecht immer noch nicht. Gott war Meier von die Haaren. Um diesen Abend denkt David noch lang nur. Und plötzlich fällt Hamford an. Am nächsten Morgen geht David auch vor dem Frühstück in den Zelt. 10 Minuten Luther hat er seinen Pony gecatcht. Heute war er verfröhlich, aber David war nicht mehr am Spiel. Dort wurde er dann, weil er sah schwor. Aber Gott hat schließlich seinen Sehen geopfert. Soll er dann nicht seinen Pony geben? Ich will Gott meinen Pony geben. David stammt, hat er wohl, als er vor dem Missionar steht. Er ist dort immer noch zu wenig. Der Missionar nicht. Dort trägt immer noch nicht. Aber mein Haar nicht, sagt David. Wie kann ich Gott wissen, dass ich am Lauf habe? Gott will die Geschenke gar nicht. Gott will die Salz, David, und für den Missionar. Alles, was du gebraucht hast, ist sehr wertvoll. Aber diese Dinge kann ich für deine Sinn betont. Der Herr Jesus will dein Hort. Er will, dass du an deine Sinnen seist und am Freitag in dein Leben zu kommen. Du mal kannst du anwesen, dass du am Lauf hast. Kann ich dann einfach so mit Gott reden? Fragt David zwiebelig. Ja, einfach so, nickt der Missionar. Und dann bittet David den ersten Mal in sein Leben. Herr Jesus, du sollst die viele schlechte Dinge, die ich dir tun habe, dort der wie alles sah, Leute. Bitte, komm nach mein Hort und halt mich so zu leben, wie du möchtest. Darum scheint, dass du für mich gestorben bist. Der wird der Mond schickt David freundlich an. Der Herr Jesus will dich haben, dort die immer dort das, was er will. Jeder Tag kostet ihm du dann bei. Der dunkle Uhr des Indianers jung. Stachen freundlich, als er sich von dem Mond verabschiedet, der am Gott gewiesen hat. Dann ritt er ab dem Pony davon. Sein ganzes Sinne schuld, als er losgeworden.
alles ist vergeben. Mit Geschenken hat für Gott nicht erfüllen können, weil selbst Gott den allergrößten Geschenk seinen Sohn vor ihm gegeben hat. Wenn wir von dir nicht am Gott oder den Herrn Jesus kämen, dann wollen wir nicht am in den Himmel kommen können. Unsere Sinne wollen einmal zwischen uns und Gott stehen, aber Gott will nicht, dass wir uns von ihm getrennt sein. Du mit erklärt heute von dir noch in den Buch der Bibel. Glaubt an Gott, den Herrn Jesus, und du wirst errettet worden. Apostelgeschichte 16, Vers 31.